Also. September 13, 2015. Gedenktag für die Opfer des Faschismus in Halle, Gertraudenfriedhof. Verehrte Damen und Herren, liebe Kameradinnen und Kameraden der VDN-BDA, liebe Gäste, ich begrüße Sie recht herzlich hier an dieser Stelle anlässlich des Tages der Erinnerung, Mahnung und des Gedenkens. Ich begrüße insbesondere in unserer Runde den Bundestagsabgeordneten Herrn Dr. Karambar Diaby. Ich begrüße weiterhin Stadträte, Vertreter der Stadt Halle und natürlich alle anderen Gäste in dieser Runde. Wir haben einen Grund in der heutigen Zeit, das Vergessen zu verhindern und die Mahnung der Vergangenheit aufzunehmen. Historischen Entscheidungen stellen, welche die Geschichte jetzt an uns heranträgt. Das unglaubliche Wohlstandspotenzial unseres Planeten für all seine Völker fruchtbar zu machen und nicht nur für die Mächtigsten. Dann habe ich von Bertolt Brecht das Solidaritätslied, es ist schon sehr alt und hat damals in den Ende der 20er Jahre, Anfang der 30er Jahre die Leute, die Menschen in aller Welt, kann man sagen, begeistert und beflügelt. Solidaritätslied. Auf, ihr Völker dieser Erde, einigt euch in diesem Sinn, dass sie jetzt die eure werde und die große Nährerin. Schwarzer, weißer, brauner, gelber, endet ihre Schlechtereien. Reden erst die Völker selber, werden sie schnell einig sein. Wollen wir es schnell erreichen,
brauchen wir noch dich und dich. Wer im Stich lässt seinesgleichen, lässt ja nur sich selbst im Stich. Unsere Herren, wer sie auch seien, sehen unsere Zwietracht gern, denn solange sie uns entzweien, bleiben sie doch unsere Herren. Proletarier aller Länder, heute könnten wir sagen, Arbeitnehmer, Arbeitslose, gute Menschen aller Länder, einigt euch und ihr seid frei. Eure großen Regimenter brechen jede Tyrannei. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht, beim Hungern und beim Essen. Vorwärts, nie vergessen, die Solidarität. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich stehe nun heute vor Ihnen, weil wir uns an diejenigen erinnern wollen, die durch die schrecklichen Verbrechen der NS-Herrschaft in den Jahren 33 bis 45 ums Leben kamen. Weil sie religiöse Ansichten hatten, die nicht der Vorstellungen der Nationalsozialisten entsprachen, Homosexuellen waren oder der Rassenwahnsinn der Nazis nicht entsprachen, weil sie sich politisch engagierten und dabei nicht müde wurden, sich dem menschenverachtenden Regime entgegenzustellen, weil sie andere Menschen schützen wollten oder sich durch Nationalsozialisten verfolgte Aussprachen. Kurz, weil sie Humanität lebten und vorlebten und die bevorstehende größte menschliche Katastrophe des 20. Jahrhunderts entahnen Widerstand leisteten. Der Tag der Erinnerung und Mahnung soll hier heute auch in Halle begangen werden und den Frauen und Männern gewidmet sein, die durch die Taten von Faschistinnen und Faschisten ihr Leben lassen. Faschismus, etwa Sozialdemokraten, Gläubige, nach einer Verfolgungsgeschichte von 1945 auch neuerliche Verfolgung nach 1945 erdulden mussten, also das Schicksal ihrer früheren Peinigen teilten. Auch heute. Mehr als 100 Jahre nach dem Beginn des Ersten Weltkrieges und im Jahr 82 nach der Machtergreifung Adolf Hitlers verhängt das Gedankengut von Nationalsozialismus, Antisemitismus, Rassismus, Homophobie noch immer in den Köpfen vieler Menschen quer durch unsere gesellschaftliche Schichten. Diese Verklärung der Jahre unsäglichen Katastrophen und des Überlegenheitswahn der Nationalsozialisten muss auch heute noch entschieden entgegengetreten werden. Wir müssen im gesellschaftlichen Diskurs gegen die Ideen des Rechtsextremismus und Nationalismus bestehen. Im zivilgesellschaftlichen Leben ebenso wie in den Parlamenten. Es kann nicht sein, dass hunderte Menschen Flucht von Elend, von Krieg zu uns den Weg suchen, dass ihre Häuser verbrannt werden, dass sie zum Teil auch mit Gewalterfahrungen in diesem Land machen. Also das dürfen wir nicht versuchen. Wir müssen gemeinsam bestehen im Ringen für den Frieden, sowohl in unserem Land als auch in Europa, in der Welt. Und deshalb appelliere ich an uns alle, an Sie, meine sehr verehrten Damen und Herren, stellen Sie sich gemeinsam mit uns den Herausforderungen, die der Kampf gegen Rassismus und Intoleranz mit sich bringt, und bewahren Sie Menschen davor, den gleichen Fehler zu machen, wie ihn Millionen Menschen vor vielen Jahren taten und diesen Fehler mit viel Leid und Elend, mit Millionen Toten und einem europäischen Kontinent, der zusammen mit anderen Teilen der Welt in Schutt und Asche lag, teuer bezahlte. Daher bitte ich Sie, den Menschen der Vergangenheit zu gedenken, die sich diesem Schicksal entgegenstellten, die anderen dabei halfen, ein sicheres Leben zu führen, ihnen eine Flucht oder einen Unterschlupf zu ermöglichen. Und ich bitte Sie außerdem, sich auch heute und morgen weiterhin entschieden zu engagieren, damit unser Land, unser Kontinent, unsere Welt tolerant,
kulturell vielfältig und lebenswert bleibt. Ich danke Ihnen recht herzlich für Ihre Teilnahme, insbesondere für Ihre Anteilnahme. Ich wünsche Ihnen einen geruhsamen Sonntag und vor allen Dingen viel Kraft und Enthusiasmus für die Aufgaben, die zum Beispiel von Dr. Diaby vorhin umrissen wurden, die nach wie vor uns stehen. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Tag. Das hatte ich immer auch abgegeben, habe ich auch gemacht.